Herren Minister, liebe Ritterkollegen, Frau der Ministerpräsident ist beides, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, sehr liebe Öscher. Sie haben mich also eingelocht. Bin ich etwa in einem Käfig voller Narren gelandet? Soll ich Lothar Späth nun dankbar sein oder böse, dass er vor 2 Jahren ein so perfid liebenswürdiges Komplott ausgeheckt hat? Muss ich etwa dafür büßen, dass ich mich mit ihm so hartnäckig für die Schaffung des deutsch-französischen Fernsehkulturkanals eingesetzt habe, der dieses Jahr das Licht der Welt erblickt? Soll dies heute Abend die Generalprobe für die erste Sendung sein? Zuerst einmal ein kleiner Hinweis auf meine Deutschkenntnisse. Lang, lang ist her, als ich damals in Nancy mit der deutschen Sprache in Kontakt geriet. Meine Deutschlehrerin in Lothringen hieß, ich schwöre es, Marie-Theresa Orlowski. Da wurde ich mit der Realität der deutsch-französischen Geschlechtsumwandlung konfrontiert. Was für uns feminin ist, kann für Sie, liebe Deutsche, maskulin sein und umgekehrt. Hier einige Beispiele aus dem Alltagsleben. Der Mond ist für uns eine Dame, Madame la Lune. Aber ihre Frau Sonne ist für uns ein Herr. Das Mädchen ist für uns kein neutraler Gegenstand. Sondern ein delikates Konzentrat der Weiblichkeit. Für Sie sind auch zum Beispiel die Parteien etwas Weibliches, für uns etwas Männliches. Genauso die Regierung, für uns ist es männlich, obwohl wir zurzeit auf diesem Kontinent das Land sind, wo eine Frau die Regierung leitet. Meine Chefin, Edith Cresson, vor der ich tief meine Narren kapeziere. Noch komplizierter ist bei meinen Landsleuten die Verwirrung mit der Geografie. Wenn man in Französisch Aix-la-Chapelle sagt, als Übersetzung für Aachen, dann meinen sie, es handle sich tatsächlich um eine französische Stadt, wie Aix-les-Bains oder Aix-en-Provence. Sie lassen sich auch nicht ausreden, dass Karl der Große kein Franzose war. Ich kenne aber auch Deutsche, die Louis de Funès, Winnetou, Pierre Brice
Asterix oder Richard Kleidermann für Deutsche halten. Jedenfalls war Karl der Große ein Europäer. Als europäischer Staatsmann damals in der glücklichen Lage, sich nicht um Mehrwertsteuerharmonisierung und Milchquoten, Tomaten-, Käse- und Kartoffelquoten kümmern zu müssen. In der Schule haben wir deutsche Gedichte auswendig gelernt. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so schmutzig bin. Und Karl der Große macht in die Hose, Pippin der Kleine macht sie wieder reine. Zurück zum Thema deutsch-französischer Kulturkanal. Das Beste ist gerade gut genug. Große Namen, hochkarätige Stars. Hier erstmals streng vertraulich die deutschen Projekte. Das Comeback von Marlene Dietrich in Hilfe! Ich bin unsichtbar. Alice Schwarzer schrieb eine Psychokrimi für Inge Meisel. Wer hat Emma mit dem Hammer erschlagen? August Everding inszeniert mit Beate Use die Nonne von Flensburg. Gisela Schlüter debütiert als Opernsängerin. Rolf Liebermann komponierte für sie frei nach Schiller Johanna von Orleans in der Gummizelle. Ruth Berghaus versteckte jahrelang in ihrem Schweizer Banksafe ein unbekanntes Drama von Bertolt Brecht. Der Aufstand der Bonbonkocher in einer volkseigenen Marmeladefabrik. Und Pina Bausch plant in Wuppertal mit Marika Rück, Alice und Ellen Kessler und Willy Milovic, der Feuerteufel von Pariser Lido. Übrigens, hier und heute mag ich meinen Kopf riskieren. Ich bin ja der erste französische Minister, der in ihre ehrenwerte Gesellschaft geraten ist. Und, quel honneur, welche Ehre, für meine Intronisation wählten Sie den 1200. Jahrestag der Proklamation Aachens zur Hauptstadt des Imperiums. Ich wurde flugs von Hans-Dietrich Genscher begrüßt, den Sie schon vor 13 Jahren gefangen und befreit haben. Dieser Herr aus Sachsen, wo bekanntlich die Mädchen an den Bäumen wachsen, dieser Herr aus Sachsen kann mit den Ohren Ja oder Nein sagen. Er enttäuscht mich aber heute sehr. Ich erwartete
ihn als afrikanischer Elefant verkleidet, seinem Talisman. Ich bin trotzdem über seine Präsenz hier und heute höchst erfreut, denn ich hatte gar nicht mit ihm gerechnet. Ich vermutete ihn bei den Eskimos oder Hottentotten. Das Flugzeug ist für ihn viel mehr als ein Fortbewegungsmittel. Es ist sein Salon, sein Büro, sein Badezimmer und sein Boudoir. Sein guter Freund, der französische Außenminister Roland Dumas, hat mir sogar folgende Anekdote über ihn erzählt. Et je crois que vous la connaissez, cette histoire. Eines Tages geraten zwei Flugzeuge in Kollision. Und da stellt sich die bange Frage, in welchem Flugzeug befindet sich Genscher? Die Antwort, natürlich in beiden. Mehr noch, lieber Herr Kollege Genscher, Sie sind ein Wunder der Allgegenwart. Man sieht Sie gleichzeitig in Moskau, in Berlin und in Washington. James Bond würde vor Neid erblassen. Von dieser Allgegenwart rührt sicher auch das Geheimnis Ihrer Langlebigkeit. Sie sind ein Langläufer. Ich bin der Läufer lang. Immerhin sind wir beide unter unseren Ministerienkollegen in Europa erprobte Langläufer. Vielleicht bekommen wir beide als politische Langläufer auch einmal eine Goldmedaille bei einer Olympiade, die zum Beispiel in Albertville, sondern in Maastricht stattfinden könnte. Ich bin Bürgermeister von Blois, im Loiretal, einem Land, wo die närrische Weitheit des Karnevals im Sinne von Rabelais geboren wurde. Ich freue mich wahnsinnig, hier in Aachen den Karneval im Sinne des geistigen Bruders von Rabelais zu erleben, der Till Eulenspiegel hieß. Erasmus gab uns in seinem berühmten Lob der Narrheit zu verstehen, dass die tiefe Weisheit des Karnevals, der Geist der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit ist und bleibt. Trotz ihrer Ausschweifungen war die Französische Revolution im Grunde vielleicht nichts anderes als ein verhinderter Karneval. Das ist die große Weitheit dieser Narren, die das sogenannte Gesetz der Armut und des Leidens nie akzeptieren. Ich gehöre schon lange zu diesen Narren und so soll es bleiben. Vielleicht, lieber Freund Hans Dietrich, sind wir schon lange nicht mehr Minister und glauben es nur, so wie Heinrich IV. Im Stück von Pirandello.
Er bildet sich ein, dass er noch König ist, obwohl er schon lange abgesägt war. Es ist nicht tierisch ernst, aber lasst uns jetzt ernst und tierisch feiern. Nun holt mich endlich raus!